Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, welcome. Ich begrüße Sie hier in der Stadt Halle-Weißenfels zur deutschen Meisterschaft im Halbschwergewicht. Der Titel ist vakant. 10 Runden im German Championship. Das Gewichtslimit liegt bei 79,3 Kilogramm. Wir kommen zum Walk-in auf dem Weg in die rote Ecke, to the red corner für SES Boxing aus Berlin. Bitte begrüßen Sie Stefan Hertel. Willkommen im Ring. Welcome, Stefan Hertel. Und jetzt auf dem Weg in die blaue Ecke. Er tritt an für SES Box Promotion. Bitte begrüßen Sie aus Magdeburg, Adam Deines. Willkommen im Ring. Welcome to the ring, Adam Deines. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie nun bitten, sich zu erheben. Ladies and gentlemen, please rise from your seats for the national anthem of Germany, für die deutsche Nationalhymne. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 10 Runden im Halbschwergewicht sind angesetzt. Ich darf Ihnen nun die Offiziellen des Kampfes vorstellen. Supervisor für den BDB, Steve Merz. Die Punktrichter aus Deutschland, from Germany, Frank-Michael Maas, Dieter Adam und Timo Habichhorst. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Kämpfer in der roten Ecke ist 30 Jahre alt. Er wog gestern beim offiziellen Wiegen 78,9 Kilogramm. Er ist 1,84 Meter groß und er ist Profi seit 2014. Seine Bilanz ist makellos. 15 Kämpfe, 15 Siege, davon einer durch Knockout. Bitte begrüßen Sie, please welcome again for SES Box Promotion aus Berlin, Stefan Hertel. Der Kämpfer in der blauen Ecke ist 27 Jahre alt, wog gestern 79,3 Kilogramm. Er ist 1,80 Meter groß und er ist Profi seit 2015. Und auch er ist bislang ungeschlagen. 14 Kämpfe, 13 Siege, 7 davon durch Knockout. Ein Kampf endete unentschieden. Für SES Boxing aus dem Team Deutschland, meine Damen und Herren, in der blauen Ecke aus Magdeburg, Adam Deines. Ja, die Kämpfer sind nun bereit. Der Ringrichter ist Oliver Brien. So. Gentlemen, fight after rules, change my commands all time. Touch love, good luck. Check in. Okay. Peter. Dieter. Seconds out. Was haben wir in der Ecke? Ringfrei, Runde 1. Fox. Oh,
Klasse. Schön ruhig. Mach Bein lang. Ja. Alles gut? Ja. Klare erste Runde. Was? Ganz klare erste Runde. Hast du sehr gut gemacht. So weiter. Ja, muss schön aufpassen. Ja, dass du nicht hinstürzt, der linke Haken zuerst oder so, ist Quatsch. Breite schön vor. Ja? Lass dich nicht drücken. Ja? Schön aus der Mitte. Ja? Alles gut. Hast du gut, gut gemacht. Trinkst Schluck? So ist in Ordnung. Über die Führung. Der hat bis jetzt die erste Runde entschieden. Gut so. Sehr gut. Schön tief atmen nochmal. Second Round, Ring frei, Runde 2. Weiter boxen jetzt, das reicht alle. Boxen. Boxen mit der Führung sein, schön locker. Ja. Die fliegen, klatschen. Tun sie nicht viel. Thank you.
Schiebst vorher, dass du nicht von ganz außen kommst. Aber bleib nicht in der Halm stehen, okay? Ja. Brauchen wir noch nicht. Bitte nicht vorne. Wenn du mal eine gute Aktion hattest, hast du gemerkt, entspann da komplett. Dann geh ein bisschen tiefer und geh nochmal nach, aber nicht überhastet. Ja, aber du merkst da drüben auch, wie er komplett entspannt hat auf einmal. Dann geh nochmal hin. Halt die Wege kürzer bei den Haken. Zieh nicht zu sehr auf. Der rechte Cross ist super, ne, den du da machst. Ja, der passt gut rein. Machst du gut bisher. Die Runde war jetzt bei dir, ne? Ja. Ja, ja. Wie gesagt, noch ein, zwei, drei Sachen mehr. Gerade hinten raus, die letzten 30 noch ein bisschen was machen. Ja, ich höre nicht. Ja, dann brüll ich lauter. Ja. Schön boxen, jawohl, selber mal gehen. Schritte mit Adam, Schritte mit. Nachrücken, nachrücken, weiterrücken. Jage. Komm. Jawohl. Ja, nicht zu lange warten. Nicht zu lange warten. Atme erstmal schön tief. Komm. Atme erstmal schön tief. Komm, nochmal. Nochmal. Gut, jetzt. Alles gut?
Ja, immer wieder wechseln, Körper-Kopf. Ja, schön, nicht fest im Kopf, ja. Wenn du dann so stehst, der hat nicht fest im Kopf. Bleib schön locker, bleib schön cool. Guck mal, box ihn aus. Ja, der ist auch schon wieder richtig müde schon teilweise. Schön dann da, warte, der atmet schwer. Hat schon ein paar schon harte Treffer gekriegt auf den Körper. Die tun weh, die nehmen Luft. Immer wieder nachsetzen im Körper. Und immer den rechten Haken mit, der ist gut. Ja, das ist gut. In der Aktion schön cool bleiben. Das siehst du alle. Du glaubst, du darfst. Ring frei. Ganz cool bleiben. Runde 4. Schön tief atmen, atmen mal tiefer. Machst du sehr gut. Sobald du nicht stürzt, ist er dir nicht gefährlich. Ne? Ja. Zieh mal die rechte noch tiefer. Die war einmal richtig gut. Ja. Und dann du ziehst du durch, der ist clean. Ja? Wenn es passt, Körper mit, die mag er nicht. Ja? Hast du gehört? Aber schön sicher sein nach deiner Aktion. Hast du gehört? Aber nimm den Körper mit. Immer wieder mal einstreuen. Ne? Ja. Nimm die Nase ein bisschen. Und es ist sehr schön. Ja, so den Ohrweg dich sehen. Hast du mich jetzt gehört, die letzten 30? Ja, leicht. Gut, ich bin dann noch lauter. Ja, da bräuchten wir mal insbesondere Sachen. Und wenn du die hast, dann gehst du auch schön weg. Dann wirst du, wie emotional er wird. Das, ne? Sehr gut. What?
Alles gut. Schön tief atmen. Nase, komm, atme tief in die Nase. Müde? Müde? Nein. Okay, musst du durch, komm. Trink was. Trink noch was. Mach Nase auf. Gut, trink noch was. Komm, trink was. Trink was. Gut, so, tief atmen, Digga. Fang am Anfang mal ein bisschen ruhiger an, ja? Mach mal ein bisschen ruhiger jetzt am Anfang. Ruh dich mal ein bisschen aus. Gucke mal ein bisschen, bewege dich ein bisschen. Bleib mal draußen, ja? Und dann holst du dir die zweite Hälfte von der Runde. Alles klar? Runde 6. Nicht von zu weit draußen reinspringen. Schieb dich mit den Füßen lieber rein, ne? Nicht stehen, nicht aus dem Stand kommen. Jawohl. Nee, Stefan, Füße. Steh ein bisschen tiefer, wenn es geht. Komm, nicht reinkippen. Wieder zu.
Köpfe. Aktion hier von zu weit drin gerannt, ohne Plan. Schön die Füße runter. Ich weiß, dass es schwer ist. Das musst du ein bisschen konzentrieren. Du bockst so viele Jahre. Hast du gehört? Jetzt kommst du ein bisschen drauf an. Einfache, kurze Sachen passen. Körper mitnehmen ist Weltklasse. Ja, mag er gar nicht. Er bietet dir leider nicht so viel an. Du musst selber übernehmen. Geht nicht anders. Wir boxen aus der roten Ecke. Ja, hast du gehört? Aber nicht so die Führhand so lang reinschieben. Jetzt bist du mal anfällig für den Konter. Atme mal tiefer. Nimm den Körper mit. Und nach deiner Aktion hast du sehr gut gemacht, damit er der Runde nicht stehen. Ne? Beweg dich dann wieder. Ne? Der kommt ja nicht mehr hinterher. Ja. Ne? Ja? Ab und tief. Kick mich an. Alles klar. Machst du sehr gut. Bewegen. Nicht aus dem Stand kommen und nicht danach stehen. Thank you.
Stop. Let's take off. Time. Schöne, klare Hände. Der Körper, ein paar Mal nervt, hast du gezogen, ja? Immer wenn du drauf, kriegst du gleich Wasser, komm. Komm her, komm her. Beine lang, jawohl. Komm her, trink. Du musst trinken, komm. Gut. Also komm, geht sich gut. Schön. Bring ruhig dann ab und zu mal auf den rechten Haken mit. Linke bringst du jetzt im Moment, wo ich da ab und zu mal noch so wegziehen, so als letzte Hand. So. Von oben weg, so, weißt du, so oben drüber. Und dann schön sicher sein. Danach. Ja? Wenn du runtergegangen bist, so mal noch so oben drüber wegziehen. Ja? Schön rein. Schön so. Bist du drauf, Digga? Läuft. Schlechter als du, hätte ich nie gedacht, aber merkst du. Ja. Wenn ich fange nach einem an, aufwärts, seitwärts, Schritt raus. Schieb dich wieder rein, aufwärts, seitwärts, Schritt raus. Da hat da viel mehr Schwierigkeit, nicht abzukontern. Ja. Ja? Und dann geh mal beim Seitwärts meinetwegen auch noch rum, ne? Ja. Ja, dass du aus der Linie rausgehst, okay?
Körper mitnehmen. Und mal dritte Hand. Wenn du zur Leber gegangen bist, dann zieh noch mal eine rechte über die Innenbahn mit. Okay? Ja. Ja? Tief atmen. Boah, jetzt jede Runde. Tut mir leid. Ja, schön. Pass auf. Tut leid. Geht so weiter, Adam. Gut so. Ja? Freunden, machst du schön Kampf. Freunden, boxst du mit Kopf. Hörst du auf meine Kommandos. Freunden, ganz toll. Machst du klasse. Komm, weiter so. Bleib eine coole Sau. Komm. Komm, Dicker. Komm. Nase, schön den Bauch rein, komm. Lasse. Komm, noch tief atmen. Gut. So, letzte Runde, mein Kleiner. Du führst Haus hoch, du musst nur noch in die Bühne bringen. Ja? So, nur noch in die Bühne bringen. Schön cool. Klare Hände, weggehen, Spaß haben. Ja? Gucken, was du klar treffen kannst. Ja? Nicht am Anfang so viel machen. Ja? Hol dich ein bisschen aus, ja? Zehnten raus, ein bisschen Luft hast. Das ist die letzte Runde. Schön, schön dicker. Dann ist das Ding erledigt damit, Stefan Hörte. Ja? Schöner Kampf bis jetzt. Kommt doch weiter. Final Round. Runde 9, Ring 3. Viel Glück. Runde 10, die letzte Runde. Stopp. Box! Schön,
Box. Thank you.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, willkommen zum Ergebnis dieses Kampfes. Timo Habichorst wertet diesen Fight 96 zu 94 Punkten. Timo Habichorst scores this fight 96 to 94 points. Dieter Adam wertet diesen Fight 96 zu 95 Punkten. Dieter Adam scores this fight 96 to 95 points. Und Frank-Michael Maas wertet diesen Fight 94 zu 96 Punkten. Und damit Sieger des Kampfes und damit deutscher Meister im Halbschwergewicht, Adam Deiner!